Ja, anfangs hieß es ja, als diese Risikoländerliste rauskam, Frau Sommaruga hat gesagt, man werde diese monatlich anpassen und es gebe Planungssicherheit. Jetzt kommt relativ früh eine Anpassung, schon 2,5 Wochen. Das ist doch keine Planungssicherheit. Braucht es nicht ein regelmäßiges Update, also eine Kadenz, die immer eingehalten wird? Es ist wichtig, die Planungssicherheit ist ein wichtiger Faktor natürlich, auch für die Personen natürlich, die planen, eben ins Ausland zu reisen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es kann epidemiologische Entwicklungen geben in Ländern, die es notwendig machen, dass man früher eingreift. Es kann Entwicklungen geben in Ländern, die in die gute Richtung gehen, sodass Länder auch das Ziel haben, wieder von dieser Liste wegzukommen. Und das muss alles berücksichtigt werden. Und die Liste soll regelmäßig, mindestens monatlich aktualisiert werden. Aber im Moment ist nicht geplant, dass es einen einzelnen Tag im Monat gibt, wo man diese Liste aktualisiert, sondern wenn es die Situation erfordert, kann es durchaus sein, dass auch früher eine Aktualisierung erfolgt. Also man muss sich darauf einstellen, dass diese Liste dann rasch wieder angepasst wird und ohne Vorwarnung, wie zum Beispiel per Mitternacht. Man muss darauf eingestellt sein, dass diese Liste sich ändern kann. Ja, genau. Die Herausforderung bei der Vorwarnung ist, wenn ich heute sage, diese Liste gilt dann ab in 10 Tagen, dann hat sich in 10 Tagen die Situation wieder so geändert, dass es gewisse Länder sind, die dann benachteiligt werden. Und darum muss man einen guten Kompromiss finden zwischen der Vorbereitungszeit und dem effektiven Inkrafttreten. Es ist schwierig, die Dunkelziffer ist nach wie vor dunkel für uns alle. Ja, noch eine Frage an Herrn Kuster, und zwar auch nochmals zu den Rückkehren. Der Präsident der Kantonsärztekonferenz sagt heute in einem Interview, dass allenfalls strengere Regeln noch für Rückkehrer, also zur Kontrolle, geprüft werden müssen. Prüft das BAG konkret solche? Österreich hat ja heute angekündigt, sie wollen ein elektronisches Voranmeldesystem zum Beispiel einführen für Leute, die aus Risikoländern kommen. Da gibt es auch noch andere Ideen, weil die Leute sind jetzt vielleicht in die Ferien gefahren und der große Rückkehrschwall, der kommt dann erst. Ja, das BAG prüft solche Maßnahmen. Auch wir prüfen eine Möglichkeit, wie wir so ein elektronisches System etablieren könnten, wo sich die Leute voranmelden können, durchaus. Sie haben gehört, wir waren gestern im Austausch mit der Science Task Force, haben dort über diese Quarantänepflicht oder Maßnahmen an den Grenzen gesprochen. Wir haben verschiedene Maßnahmen evaluiert und werden auch zukünftig evaluieren und prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, das System zu verbessern. Auf der letzten Version der Liste stand Schweden noch drauf. Jetzt ist Schweden nicht mehr drauf. Es haben sicherlich sehr viele Leute ihre Schwedenferien abgesagt für diesen Sommer. Was sagen Sie jetzt den Leuten, die da ihre Ferien abgesagt haben? Ja, es ist, wie es ist. Das Virus bestimmt das Tempo. Noch einmal, wir wissen nicht, ob übermorgen ein anderes Land auf der Liste ist, denn die Fallzahlen steigen in Spanien wieder. Ich weiß nicht, wie es mit Spanien sein wird in 2 Wochen. Wenn man jetzt in die Ferien fahren möchte, dann muss man immer sich bewusst sein, dass es durchaus auch schief gehen könnte aus verschiedenen Gründen. Wenn man jetzt damit rechnen muss, dass eben die Liste häufiger angepasst wird, hätte ich doch noch eine vielleicht etwas Detailfrage. Was ist denn, wenn jetzt das Stichdatum morgen ist und ich bin vorgestern aus Bosnien-Herzegowina zurückgekommen? Das heißt, dann muss ich nicht in Quarantäne, obwohl die 10 Tage eigentlich noch nicht durch wären. Doch, die Verordnung sagt, man blickt zurück. Das heißt, wenn Sie in den letzten 14 Tagen in einem solchen Land waren, dann müssen Sie sich melden und dann muss die Quarantänepflicht beurteilt werden. Ja, wir haben und auch andere Länder sehen diese importierten Fälle. Aber ich habe auch schon mehrmals erwähnt, der Großteil der Ansteckungen, die passieren in der Schweiz.